Das bedeutsamste Ereignis der Weltgeschichte steht uns bevor. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar heute die Special Nikolaus Edition. Sankt Nikolaus war nicht der von Coca-Cola 1931 gemachte Werbe-Weihnachtsmann in der roten Mütze, sondern der hatte eigentlich eine Mitra auf, wie der Bischof Nikolaus, heißt er ja eigentlich offiziell, lebte im 4. Jahrhundert und war bekannt dafür, dass er vor allem für die armen Leute da war, dass er den armen Menschen geholfen hat, dass er ein sehr, sehr guter Mann gewesen ist. Und wir verwechseln häufig den Weihnachtsmann mit dem Sankt Nikolaus. Und diese Verwechslung möchte ich gerne hier an dieser Stelle aufklären, damit ihr es wisst. Und vor allem an die Kinder: nicht der Weihnachtsmann von Coca-Cola bringt euch die Geschenke, sondern das Christkind. Das Christkind. Das heißt, Jesus, das Christkind, bringt die Geschenke, bringt alle Gnaden für die Familien. Und ich möchte an dieser Stelle mich erstmal bei euch bedanken für das ganze letzte Jahr. Das ist zwar noch nicht zu Ende und da kommt noch was, aber ich möchte mich schon mal bedanken für diese wunderbaren Rosenkränze, die ich zugeschickt bekommen habe von Daniela. Dann habe ich noch einen ultra mega coolen Rosenkranz zugeschickt bekommen von einem Freund, der diese Dinger baut, und wir werden demnächst eine Special-Sendung machen mit diesen coolen Rosenkränzen. Guckt euch das mal an. Das ist ein Rosenkranz, der ist handgefertigt aus Paracord, mit einer wundertätigen Medaille, mit einem krassen Kreuz, mit Metallkugeln, handgeknöpft. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera besser sieht. So. Ich glaube, hier ist auch ganz gut. Also guckt euch das nochmal genau an. Vor allem die Frauen. Das ist, glaube ich, schon zu nah. Genau. Guckt euch das an. Er ist sehr, sehr schwer. Also das ist ein richtiger Männerrosenkranz, der gefertigt wird von einem Freund von mir. Dazu werden wir, wie gesagt, demnächst mal eine Sendung machen. Der hat ein paar mehr auf Lager. Und wer von euch eurem Ehemann so ein Ding schenken möchte, weil das ist eher was für Männer, ist schwer, stabil, für die Hosentasche, für die Jagd, fürs Angeln, für die Arbeit, für sonst was, auf jeden Fall etwas, was niemals kaputt geht. Er fertigt diese Dinger. Ich werde ihn einladen zu einem coolen Gespräch hier auf Menschenfischen. Ich möchte nur vorab schon mal ein bisschen Werbung für dieses wunderbare Geschenk machen. Wie gesagt, bedanke mich für die Rosenkränze, die ich von Daniela bekommen habe. Zeugnisse habe ich bekommen von Peter Schratz. Peter Schratz, wunderbar, vielen lieben Dank. Und für alle Zuschriften, für alle Bücherzusendungen von Linda, von, ich komme gar nicht mehr auf die ganzen Namen, es haben mir so viele Menschen geschrieben. Ich bedanke mich an alle, die mir E-Mails schreiben, Walfried, alle Leute da draußen. Und möchte ein bisschen was euch zurückgeben an dieser Stelle. Und zwar, ich habe einen Song gemacht, der wird demnächst rauskommen, in den nächsten 2-3 Wochen, auf jeden Fall vor Weihnachten noch. Der heißt Du bist mir nah, ein Lobpreissong für Jesus, für unseren Herrn und Gott, für den Schöpfer. Schaut selbst rein, ein kurzer Einblick. Drum lobe ich dich, mein Gott, lob ich dich, mein Gott. Du hast geheilt mein Herz, meine Seele, auf dass ich am Ende vor dir bestehe. Ich hoffe, diese Nummer wird euch gefallen. Im Ganzen, ich verrate noch nicht alles. Kommt demnächst raus. Bitte unterstützt mich dabei, dass diese Nummer weitergeleitet wird, dass der Kanal wächst. Dass das Ganze ein bisschen größer wird. Traut euch, mir zu schreiben, mich zu kontaktieren, um Zeugnisse aufzunehmen, damit sich was tut in unserer Welt, damit in dieser Finsternis ein bisschen Licht reinkommt. Nun, ihr lieben Menschen, ich möchte euch etwas vorlesen. Und zwar im Evangelium nach Lukas, ziemlich am Anfang, steht die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Zuvor hat
sich der Engel der Mutter Gottes oder der Heiligen Maria offenbart. Der Engel offenbarte sich mit den Worten: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. So, und das ist etwas, ich muss offen gestehen, ich bin nicht der beste Bibelleser und nicht der fleißigste Bibelleser. An dieser Stelle, also wenn noch irgendjemand meint, dass der Rosenkranz und dass, wenn wir den Rosenkranz beten, das heißt, das Wort Gottes rezitieren, und zwar das, was der Engel gesagt hat, er sagte, das steht auch in allen anderen Bibeln, nicht nur in der katholischen: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und wir beten: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, steht weiter, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das heißt, die heilige Maria, es war Brauch gewesen oder es war so Tradition, wenn die Eheleute, also dass die Eheleute noch eine Zeit nach der Hochzeit nicht miteinander gewohnt haben und dass man mit dem Geschlechtsverkehr dann dementsprechend gewartet hatte. Und scheinbar bereitete Josef, so ist auch die Geschichte in Jerusalem, dort war ich selbst gewesen. Hallo und herzlich willkommen bei Menschenfischen, liebe Leute, das sind Tobias und Matthias und ich. Und wir sind in Bethlehem und wir gehen heute zum... Wir gehen heute zu Josefs Haus. Und zwar Josefs Haus, das war... Und dann ist mir gesagt worden, dann war hier das Haus, wo Josef mit Maria und Jesus dann untergekommen ist. In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Was beten wir im Rosenkranz? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, sagte der Engel. Und dann kommt der Part: Gebenedeit, beziehungsweise gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das beten wir doch im Rosenkranz. Wir rezitieren die Heilige Schrift mit dem Beten des Rosenkranzes. Ich möchte diese Diskussion an dieser Stelle wirklich beenden. Wenn es noch jemand immer noch nicht geschnallt hat, tut es mir leid. Es wird ja immer so viel davon gesprochen, die Bibel zu lesen, dass wir die Bibel lesen sollen und wir sollen die Bibel lesen, das tun wir, beziehungsweise wir rezitieren sie auswendig, nicht nur lesen, sondern wir rezitieren sie immer wieder, das Wort Gottes, welches lebendig ist, scharf wie ein Schwert, so steht es auch. Und dann sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das sagt Maria von sich, dass sie niedrig ist, dass sie klein ist. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, sagt sie. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Mutter Gottes, das heißt die Maria, die erwählt wurde von Jesus, sagt:
Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Was das genau heißt, ich beziehe das auf dieses, auf das Gebet, das wir bis heute rezitieren. 2000 Jahre nach Christi Geburt beten wir immer noch den Rosenkranz und preisen selig die Jungfrau Maria alle Geschlechter. Wenn ich mich täusche, bitte an die Priester da draußen, korrigiert mich. Das ist so, wie ich das verstehe. Ich bin kein Theologe, aber das ist das, wie ich das verstehe. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten, denn der Mächtige hat Gott Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham, sein Nachkommen, auf ewig, und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Dann kehrte Maria nach Hause zurück, dann hat Josef gesehen, oh, die hat einen Bauch, war 3 Monate unterwegs gewesen, ist mir wohl fremd gegangen und wollte sich dann aus dem Staub machen. Daraufhin kommt wieder der Engel und sagt, fürchte dich nicht, Josef, der Heilige Geist ist über die Maria gekommen und Gott selbst hat die Aufgabe übernommen. Und dieses Kind wird Jesus heißen, Sohn Gottes. Und es ist deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Das heißt, der heilige Josef, an alle Väter da draußen, der Schutzpatron der Familien, betet zu ihm, dass ihr mal die richtigen Entscheidungen trefft, dass ihr mit seiner Fürsprache, dass ihr ja, weiht ihm einfach euer Leben, dass er das einfach in die Hand nimmt. Wenn Gott doch den heiligen Josef auserwählt hat, um quasi Stiefvater zu sein auf der Erde, Vater zu sein für den heiligen Josef, dann ist er es doch allemal wert, dass wir ihn um seine Hilfe bitten, um Rat bitten, wenn wir als Väter, ganz egal, ob ihr Priester seid, ob ihr Väter im physischen Sinne seid oder Patres, die eine Gemeinde haben, die Menschen haben, bittet ihn doch um seine Fürsprache. Der hilft immer. Mein Freund Manfred Silberhorn sagte, weil ich sagte, boah, du hast aber eine coole Küche gebaut mit so einem Kamin. Über dem Kamin war noch so ein Loch, wo ich dachte, was ist denn das? Sagt er, du, das ist, um das Essen warm zu machen oder Essen drin zu machen. Über dem Kamin so ein Fach, sagt er, ich habe das Haus mit dem heiligen Josef durchgeplant. Picobello Haus geworden und richtig kluge Ideen, richtig cool. Also sehr empfehlenswert an alle Häuslebauer da draußen, die ihr gerade eine Hütte plant für eure Familie. Macht das mit dem heiligen Josef zusammen. Ladet ihn ein. Nun, ihr lieben Menschen, Advent, Weihnachtszeit, Sauferei. Weihnachtszeit beginnt ja nach Weihnachten, jetzt ist die Adventszeit. Das heißt, die Ankunft, Advent bedeutet Ankunft. Wir warten auf die Ankunft Christi. Das heißt, dass diese Zeit, man nennt diese Zeit auch eine kleine Fastenzeit. Und wenn wir uns jetzt schon vollfressen mit Keksen, mit jedes Wochenende auf irgendeiner fetten Weihnachtsfeier zu sein. Ich meine, jetzt ist es ja eine andere Situation. Und ich glaube, dass diese Situation auch eine Chance für uns ist, dass wir wirklich auf das konzentrieren, was Weihnachten tatsächlich ist. Das heißt, dass es nicht ist wie ein Bild ohne Rahmen. Also ich habe heute ein Heft rausgekramt, geschenkt bekommen. Und hier steht Rahmen ohne Bild. Zu einem schönen Bild gehört ein schöner Rahmen, damit das Bild umso besser zur Geltung kommt. Was aber, wenn man dem Rahmen so viel Aufmerksamkeit schenkt, dass man das Bild gar nicht mehr beachtet und es schließlich sogar ganz vergisst und verliert? Das wäre doch traurig. Ist das Weihnachtsfest Rahmen oder ist es das Bild? Worauf es im Advent und Weihnachten ankommt, ist, dass die Liebe Gottes sichtbar in die Welt gekommen ist und als Mensch geboren wurde. Die Geburt Jesu Christi ist das bedeutsamste Ereignis der Weltgeschichte. Leider haben das viele vergessen. Das bedeutsamste Ereignis der Weltgeschichte steht uns bevor. Nicht die Kekse fressen schon im September, wo es noch heiß war, 28 Grad, was auch immer, oder noch früher, standen schon die ersten Kekse, Weihnachtsplätzchen in den Regalen. Einfach nur abartig,
irgendwelche Weihnachtsbäume, was weiß ich was, keine Ahnung. Also es wird ja schon so früh mit dieser ganzen Werbepropaganda gestartet, dass die Leute, wenn es dann Weihnachten ist, heißt es dann häufig, boah, endlich ist das Gefresse vorbei. Nee, wir sollen fasten. Wir sollen uns ein bisschen zurücknehmen. Es steht ebenfalls geschrieben, was hat die Kerze, was hat der Adventskranz damit zu tun, mit Weihnachten? Die erste Kerze zeigt ein kleines Licht, die zweite Kerze bringt schon mehr Licht, die dritte Kerze bringt noch mehr Licht und die vierte Kerze bringt dann so viel Licht, dass das Ganze, dass das Haus erleuchtet ist. Das heißt, das Kunstlicht sollten wir ausmachen und uns mal auf die Kerze konzentrieren, auf dieses bisschen Licht, was sie macht. Wir warten ja auf das Licht der Welt. Jesus Christus ist das Licht der Welt und am 25. Dezember, wo wir den Geburtstag Jesu feiern, also Weihnachten, ist auch die Sonnenwende. Das bedeutet, ab diesem Tag werden die Tage wieder länger. Das heißt, die Dunkelheit ist besiegt und die Tage werden wieder länger. Total interessant, dass das gerade zu dieser Zeit passiert. Ein Advent und ein Weihnachtsfest, bei dem nicht wirklich Jesus im Mittelpunkt steht, ist wie ein Rahmen ohne Bild, traurig und leer. Ist es nicht genau das, was viele Menschen heute empfinden? Advent als sinnleerer Einkaufsmarathon, gespickt mit Kalorienbomben und Glitzerkitsch und ist da nicht ganz tief in uns eine Sehnsucht nach mehr? Und ich glaube, das kann jeder von uns unterschreiben, die letzten Jahre haben wir uns immer darauf konzentriert, zu hetzen und irgendwann mal haben wir uns dann todmüde, voll gefressen, voll gesoffen von den ganzen Weihnachtsfeiern an den Tisch gesetzt. Und was hat das noch mit Weihnachten zu tun? Was hat das mit Weihnachten zu tun, dass wir uns kaputt machen, dass wir rennen, dass wir fressen wie die Bekloppten, dass wir nicht Verzicht üben, dass wir uns auf die Weihnachtsplätzchen nicht mehr freuen können, weil wir uns den ganzen Advent damit zugestopft haben. Zu jedem Kaffee am Morgen die Plätzchen, zu jedem Mittag, nachmittags, dann bringt man, es ist ja alles schön und gut, dass man irgendwo, wenn man irgendwo hingeht, dass man was mitbringt, aber nehmt euch doch ein bisschen zurück, nehmen wir uns alle ein bisschen zurück, ich mich auch und das, ich habe neulich wieder mit dem Fasten angefangen, also mittwochs und freitags. Und ich muss sagen, auch wenn das echt schwierig ist und eine Herausforderung, man freut sich so viel mehr auf den Kaffee am nächsten Tag, man freut sich so viel mehr auf, von mir aus, wenn du so einen großen Hunger hast, hatte ich neulich auch, auf irgendetwas, auf ein Brot mit Olivenöl, Salz und Pfeffer, auf eine Kleinigkeit, die so viel intensiver auf einmal schmeckt und so viel besser ist, wie wenn wir den ganzen Tag nur Steak essen und uns zumüllen und nicht mehr klar denken können, weil wir uns nur noch aufs Essen konzentrieren. Nun, liebe Menschen, bevor ich diese Sendung angefangen habe, wo ich mich als Weihnachtsmann Nikolaus umgezogen habe, Weihnachtsmann, habe ich zu Gott gebetet, habe gesagt, bitte schenk mir doch ein Wort für die Leute, was du heute für uns hast. Und habe die folgende Seite aufgeschlagen. Passt auf, sehr, sehr interessant, ziemlich cool. Es gibt nichts, was ich für Seelen durch meine Priester nicht tun würde. Lass sie sichtbar und gegenwärtig sein in der Welt, die sie braucht und die sie, ohne es zu wissen, sucht und auf ein Wort von ihnen wartet. Ein Wort des Lebens, ein Wort der Hoffnung, ein Wort des Mitgefühls, ein Wort der Vergebung. Lass meine Priester sichtbar sein, nicht damit sie von den Menschen gesehen und bewundert werden, sondern auf dass sie mich sichtbar und bekannt machen und geliebt in ihnen und durch sie. Die Welt sucht nach Vätern, und in meinen Priestern habe ich Seelen, die Väter gegeben, die sie brauchen. Es gibt falsche Väter, die Seelen missbrauchen, sie auf Abwege bringen, sie verführen und Macht über sie ausüben. Das sind nicht die Väter, die ich in die Welt sende. Die Väter, die ich zu den Seelen schicke, sind Menschen nach meinem Bild und Gleichnis. Demütig, sanftmütig, aufopferungsvoll, zärtlich und stark. Ich werde den von mir erwählten und ausgesandten Vätern Weisheit und Mut geben, die Feinde meines Kreuzes nicht werden erschüttern können. Meine Priester sollen sich von aller Selbstbezogenheit und weltlichen Selbstherrlichen losmachen und so Väter von Seelen werden, die Liebe, Trost, Wegweisung, Führung und Mut brauchen. Durch meine Priesterväter, in denen sich die Zärtlichkeit und Barmherzigkeit meines eigenen Vaters vor seinen Kindern in diesem Tal der Tränen offenbar wird, durch sie wird die Welt von den Leiden geheilt werden, die durch das Fehlen wahrer Väter verursacht sind.
Meine Priester sollen Väter sein. Sie sollen mich um die Gnade geistlicher Vaterschaft bitten, und ich werde sie ihnen in reicher Fülle geben. Ein solcher Mann war der heilige Josef. Er war das lebende Abbild meines Vaters, und er war von meinem Vater erwählt worden, mir in meiner heiligen Menschheit ein Vater zu sein. Lass meine Priester zum heiligen Josef gehen. Er wird für sie die kostbare Gabe geistlicher Vaterschaft erwirken. Und er wird sie in die heikle, schwierige Aufgabe einführen, wahre Väter für die Seelen zu sein. Liebe Leute, ich habe, ob ihr es glaubt oder nicht, nur die erste Seite angekritzelt und habe gedacht, ich werde weiter nicht lesen und habe jetzt einfach aufgeschlagen. Auf dieser Seite ist, wie ihr sehen könnt, nichts angestrichen. Ich finde es gerade sehr, sehr krass, dass der Herr uns so ein Wort schenkt, wo ich gerade noch auf den heiligen Josef aufmerksam gemacht habe, dass ich so eine Seite aufschlage, wo Jesus selbst auf den heiligen Josef, seinen Vater auf der Welt, auf der Erde hinweist. Und ich glaube, dass das Zeichen genug ist, dass die Bibel wahr ist, dass es wert ist, sich aufzuopfern, dass es wert ist, dem heiligen Josef sein Leben zu übergeben und zu sagen, mach du mal, oder Jesus zu übergeben, aber Josef in die Hände zu geben, dass du sagst, ey, komm, du warst Vorbild, du hast Gott selbst erzogen, 33 Jahre lang, jeden Tag miterlebt. Hilf mir, dass ich auch so ein guter Vater werde wie du. Egal, ob du Vater bist oder ob sie Priester sind. Liebe Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle einen wundervollen zweiten Advent, eine gute Woche. Fresst nicht so viel, verzichtet mal vielleicht auf Alkohol mal ein paar Tage oder wenigstens bis zum Wochenende, bis zur nächsten Weihnachtsfeier, wenn irgendwo eine stattfindet. Wie auch immer es da bei euch aussieht. In diesem Sinne noch einmal herzliche Grüße. Vielen Dank an alle, die diesen Kanal unterstützen. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für die Likes, vielen Dank fürs Teilen. Auch herzliche Grüße an diejenigen, die diesen Kanal nicht mögen. Ich bete auch für euch. Diejenigen, die pornografisches Zeug unter meine Sachen posten. Ich bete für euch den Rosenkranz, dass ihr euch bekehrt. Macht nichts. Das zeigt mir umso mehr, dass das, was auf diesem Kanal passiert, ein wichtiges Apostolat ist. Alles Gute, Gottes Segen, gelobt sei Jesus Christus und tschüss.